Bereits zum 8. Mal wurde in Köln-Rathheimer der Sportküpper Teamcup ausgetragen. In Kooperation des TC Königsforst und TC Rath trafen insgesamt 232 Tennisbegeisterte zum mittlerweile traditionellen Doppel aufeinander. Gespielt wurde parallel auf 15 Sandplätzen in verschiedenen Leistungsklassen, von Hobbyrunde bis Verbandsliga. Bis zu den Finalspielen galt es, insgesamt rund 300 Begegnungen stattfinden zu lassen. Deutlich mehr als im Vorjahr. Trotz unbeständigem Wetter sorgte Veranstalter und Turnierleiter Jörg Küpper auch in diesem Jahr mit seinem Partner Stefan Spranger für einen reibungslosen Ablauf. Über 4 Tage wurde den Zuschauern in Rathheimer interessante Teamduelle auf allen Plätzen geboten. Den Siegern winkten Sachpreise im Gesamtwert von 3.000 Euro. Spannung pur hieß es dann in den Endspielen am Sonntag. Hier setzte sich dann die Erfahrung und die besondere Klasse mancher Teams durch. Auch im nächsten Jahr kann sich Rathheimer wieder auf diese exklusive Tennisveranstaltung freuen. Nähere Informationen zu den einzelnen Ergebnissen bei Sport Küpper. Und alles weitere zum Sport rund um Rathheimer wie immer wöchentlich in Ihrem Köln 8 aktuell oder auf www.kölner-wochenspiegel.de.